So, hallo meine lieben Freunde der vernetzten Regionalentwicklung hier im Landkreis Gotha. Ich nähere mich also jetzt Schritt für Schritt meinem 58. Geburtstag und damit meinem gezielten und planmäßigen Ausstieg aus dem operativen Geschäft. Also man muss als Manager auch für sich selbst die Verantwortung übernehmen und sagen, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man in die zweite Reihe zurücktritt, wo man jüngeren Kolleginnen und Kollegen die Zügel in die Hand gibt und wo man selbst auch wirklich etwas kürzer tritt. Also wenn man so als Manager bis zum 58. Lebensjahr durchgezogen hat mit einem im Schnitt 14 bis 16 Stunden Arbeitstag, dann hinterlässt das auch bei einem Manager, der Spaß an seiner Arbeit hat, durchaus Spuren, nicht nur im Gesicht. Und der Körper eines Managers ist also rein biologisch nichts anderes wie der Körper eines jeden anderen Menschen. Nur bis zu einem gewissen Grade physisch belastbar. Und heißt, hier ist also eine Belastungsgrenze erreicht, wo man sagt, man muss einfach mal einen Gang zurückschalten. Vielleicht sollten wir einfach jetzt im 21. Jahrhundert über vollkommen neue Arbeitszeitmodelle nachdenken. Nicht nur für Manager, sondern generell für alle Berufe. Wir haben eine wesentlich höhere Arbeitsproduktivität als vor 100 Jahren. Und Vorschlag meinerseits wäre einfach mal darüber nachzudenken, ob man nicht so eine Art Lebensarbeitszeit einführt, die also sukzessive sich rückläufig entwickelt. Man steigt vielleicht mit 7 bis 8 Stunden täglicher Arbeit ein in der Jugend. Und das wird dann schrittweise abgebaut, vielleicht 4 Stunden Arbeitszeit pro Tag. Und das kann man ja dann ein bisschen ausdehnen bis zum 60., 65., wer möchte, auch bis zum 70. Lebensjahr. Das wird ja gerade diskutiert hier in Thüringen. So, das wäre auf jeden Fall die bessere Variante, dass wir unseren Körper nicht so auf Verschleiß fahren. Das würde unsere Gesunderhaltungskosten als Gesellschaft, denke ich, schon mal drastisch senken. Ja, und dann stand auch in der Zeitung, der Thüringer Allgemeinen, dass man also festgestellt hat, ich war auch selbst überrascht, dass also der Steinzeitmensch noch am Tage 20 Kilometer laufen gewohnt war. Also 20 Kilometer pro Tag langsam gelaufen, war so sein Tagespensum, um sich zu ernähren halt. So, ich war bei der Zahl 7 angekommen, bei 7 Kilometern hatte ich mal wo gelesen, okay, 20 Kilometer, da muss man schon ein paar Stunden unterwegs sein. Also im Prinzip von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. So war das mal in der Steinzeit. Und so ist wohl auch unser Körper aufgebaut, unser gesamter Organismus. So, vielleicht sollten wir uns ein bisschen mit diesen bio-logischen Grundsätzen auseinandersetzen, schon in der Schulzeit. Was also gesunde Lebensweise anbelangt, nicht nur Ernährung, sondern auch Bewegung. Und wie wir halt die Dinge des modernen Lebens in eine vernünftige Art und Weise des Lebens integrieren. Es geht also nicht um die Verteufelung von Autobenutzung oder Flugzeugbenutzung, sondern es ist einfach überall im vernünftigen Maß halt passiert. So. Ja, ich schreite also jetzt mit einem guten Gefühl in mein 59. Lebensjahr, ist es ja dann ab morgen. Und also dieser Wechsel vom Unruhestand in den Ruhestand heißt ja nicht, dass man sich dann zur Ruhe bettet. Also man wird ja dann nicht den ganzen Tag im Bett liegen oder am Balkon irgendwo nur noch Gartenzwerge züchten oder irgendwelche Sachen. Man wird als Manager oder keine Ahnung, auch in anderen Berufen sich eine sinnvolle Beschäftigung suchen und irgendwo doch am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Der Mensch ist ein geselliges Wesen und bei dieser Interessenvielfalt, die wir haben, und vor allem auch bei dem Spektrum an Angeboten hier im Landkreis Gotha, dürfte also sich für jeden was dabei sein. So. Wir machen also heute nochmal so bei meinem letzten Rundgang, an meinem letzten aktiven Arbeitstag, mal eine Runde hier über das Gelände der ehemaligen Bauschule Gotha, also wo hier diese Studentenwohnheime stehen. Und ich möchte also nochmal dafür werben, dass wir uns vielleicht Gedanken machen hier im Landkreis Gotha, gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen, hier vielleicht doch eine technische Hochschule zu gründen. Das wäre so mein Wunsch. Das würde ich auch irgendwo ein Stück weit noch mit, selbst im Ruhestand, mit unterstützen, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Aber wir haben hier eine Infrastruktur,
die erhaltenswert ist. Und ich denke, wir haben auch genügend kluge Köpfe in dieser Stadt, die irgendwo eingebunden sind und vielleicht ganz, ganz großes Interesse daran hätten, in diesem Objekt, in diesem Projekt, ich sag mal, aktiv sich zu beteiligen. Ne? Also ich rede jetzt einfach mal von der nachfolgenden Generation, die jetzt vielleicht so um die 30, Mitte 30 sind, ne? Fachkollegen halt, aus dem Bereich Bauingenieurwesen, Facility Management, Soziologie, solche Geschichten halt. Ne? Die könnten sich mal an einen Tisch setzen mit so ein paar alten Hasen und mein Konzept entwickeln, wie man hier eine technische Hochschule in New Gotha City vielleicht nach dem Vorbild der alten Technischen Hochschule in Leipzig oder einer anderen Technischen Hochschule ins Leben ruft. Ne? So ist das halt. Ne? So der letzte Arbeitstag, wenn man zurückblickt. Das waren spannende Jahre gewesen. War nicht langweilig. Und in der Summe war es eine positive Bilanz. Ne? Also ich bin dankbar, dass ich genau in dieser Zeit aktiv meinen Beruf ausüben durfte, dass ich in zwei Gesellschaftssystemen Erfahrung sammeln durfte und bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass aus dieser Stadt und Region Gotha in Zukunft was ganz Gutes werden wird. Ne? Also da lasse ich gar keinen Zweifel aufkommen. So. Schreiten wir also nochmal die Treppe hinab. Ne? Das ist so ein bisschen wie ein Abgang, ne? Von der Showbühne. Schon dramatisch, ne? So wie Loyaux, ne? Die letzte Sendung. Ne? Schreitet nochmal die Showtreppe hinab. Ne? Dabei sind wir ja als Ingenieure eigentlich keine Showmaster, sondern wir sind vielleicht auch keine übertriebenen Demokraten. Ne? Also auf einer Baustelle mit Demokratie groß rumdiskutieren, geht es bei uns einfach nicht weiter. Ne? Wir sind wie Dirigenten, sage ich mal. Ne? Wir haben einen Plan, ein Konzept, eine Partitur und wir bekommen den Taktstock. Und dann müssen wir halt das durchziehen, damit auch ein Ziel, ein gewolltes Ziel erreichen. Ne? Das ist eben der Unterschied zwischen einer Baustelle und zwischen einer Gesellschaft, die nach demokratischen Spielregeln sich entwickeln möchte. Ne? Und die demokratische Gesellschaft hier von Deutschland, die ist ja noch sehr, sehr jung. Ne? Da ist also noch jede Menge Gestaltungsspielraum. Da muss uns nicht bange werden. Ne? Da wird viel passieren in den nächsten 500 Jahren, wenn wir es halt vernünftig angehen, Schritt für Schritt. Ne? So, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, verabschiede ich mich also aus meinem aktiven Alltag als Facility Manager, Bauingenieur. Ja, aber ich bleibe ein Spaßvogel. Da habe ich keine Zweifel, da wird mir schon das eine oder andere noch einfallen. Ne? Also, ich freue mich auf dieses und jenes Wiedersehen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren und verbleibe mit lieben Grüßen aus New Gotha City, euer alter Baufritze, der Didi. Macht's gut, ne? Ciao.